Willkommen zum Labudes-Vlog zu TC. Heute ist sozusagen der erste Tag. Ich bin noch zu Hause, habe mich gerade angezogen. Es ist gerade 4.55 Uhr. Um 6.35 Uhr bin ich abgeholt von Matti und Tobi. Und dann geht's ab nach TC. So, also wir sind gerade unterwegs seit ungefähr, also gerade 11 Uhr irgendwas, meinen Sie, fast 11 Uhr. Wir haben noch wie viel vor uns? 4 Stunden? 6 Stunden. 6 Stunden. Wir sind gerade an der Grenze zu Frankreich, glaube ich, oder fast an der Grenze zu Frankreich, gerade am Bodensee ungefähr. Ja, ja. Noch nicht. Wir müssen noch nicht an der Grenze zu Frankreich, wir sind gerade irgendwo am Bodensee. Ja, genau. Yo, inzwischen ist der nächste Morgen. Wir sind gestern angekommen, haben unsere Einweisung bekommen, dass wir heute dann auch nochmal eine Einweisung bekommen. Ja genau, es ist gerade irgendwas um 20 nach 8, halb 9 so. In ungefähr einer Viertelstunde gibt es Frühstück. Wir warten noch auf Tobi, Matti und Tobi 2, weil die noch nicht wirklich aufgestanden sind. Sollten aber im Moment kommen. Dann filmen wir heute eventuell noch mal was, wenn heute mehr los ist. Gestern waren wir noch beim Ojak, da wurde gemeinsam gesungen. Ganz normal. Ansonsten Einweisungen. Wir haben in einem Zelt gepennt für heute, im Gemeinschaftszelt. Ab heute sind wir dann wahrscheinlich in der Baracke. Werden wir alles später sehen. Wir sind heute früh geweckt worden, 7.10 Uhr, von einem Trompetenspieler und sind dann nochmal eine Stunde liegen geblieben, um dann festzustellen, dass es Frühstück gibt. Wir haben keine Unterkunft, noch nicht. Wir müssen dann noch besorgen. Homeless. Wir sind noch homeless, aber das wird schon noch klappen. Ja. So, ja genau. Wir sind jetzt endlich, haben wir unsere Unterkunft bekommen, nach über 12 Stunden Warten. Obdachlosigkeit. Und fünfmal hin und her rennen zwischen Casa, M-Point und, was war es noch? Ah ja, egal, Accommodation. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal vollkommen fertig, weil wir erst gearbeitet haben. Und jetzt müssen wir einräumen und ja. Genau, also wir werden jetzt unser Zeug in die Barke räumen. Und ein bisschen einrichten und hoffen, dass wir dann erstmal auch ein bisschen chillen können vielleicht. Wird sich zeigen, es wird auf jeden Fall ein bisschen stressig die Woche, aber das wird schon. So, ja. Wir sehen uns später dann. Ja, genau. Willkommen zum Vlog zum Montag. Ich weiß nicht, ob wir heute schon gefilmt haben. Ich glaube tatsächlich nicht. Das letzte Mal gestern. Es ist jetzt gerade kurz vor 6, es geht gleich zum Abendessen. Wir zeigen euch nochmal ganz kurz die Baracke, nur damit ihr Bescheid wisst, wie es ungefähr in TC in der Baracke aussieht. Wir haben 6 Betten, es gibt aber auch mehr. Ach ja. Wir müssen gleich den Akku wechseln, aber das machen wir gleich. Ja. So ungefähr sieht es aus. Also wir haben 6 Betten, es sind 3 Stockbetten. Also es ist richtig chaotisch, wenn ihr schaut hier. Ja genau. Also das ist unsere Baracke basically. Wir sollten ordentlicher werden. Genau, wir müssen auf jeden Fall ordentlich werden. Wir müssen schnell den Akku wechseln, dann gehen wir zum Abendessen. Vielleicht filmen wir da nochmal was. Wenn dann, dann sieht man sich da. Ja, morgen, Leute. Morgen. Es ist schon Mittwoch. Wir haben gestern nicht mehr gefilmt. Wir sind früher mal ins Bett gegangen. Tat uns ganz gut. Heute startet der Tag wunderschön mit blauem Himmel. Fast keine Wolke zu sehen. Hey, da kommt Donata. Da kommt gerade Donata. Morgen. Unsere fünfte Mitreiserin.
Servus, wir sind immer noch, es ist immer noch Mittwoch. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Quelle hier in TC. Da müssen wir ruhig sein, deswegen erklären wir euch das einfach jetzt. Wir haben ein neues Mitglied in unserer Gruppe, was wir noch gar nicht gezeigt haben hier. Wir müssen da lang, gell? Das ist Nono, ja. Nono ist unser Maskottchen, das wir jetzt haben neuerdings. Hat auch eine eigene TC-Kette, TC-Kreuz. Haben wir geschenkt bekommen einfach, während wir gearbeitet haben. Hat uns irgendwer in die Hand gedrückt mit den Worten Remember the Ukraine. Was genau wir damit gemeint war, wissen wir leider nicht. Wir haben jetzt einfach als unser Maskottchen umfunktioniert. Ja genau, jetzt gehen wir zur Quelle, da wird es dann ruhig. Da filmen wir dann noch ein bisschen. Wir sind jetzt online. Guten Morgen. Wir sind heute ist Donnerstag. Wir sind kurz davor, in den Morgengottesdienst zu gehen. Wir haben nicht so geiles Wetter heute, aber es wird passen. Ich denke, wir sind jetzt nicht mehr Mittagsschicht, sondern nur noch abends. Und habt ihr noch was zu melden? So, bis jetzt. Nö. Hallo Leute. Was war das? Zu die Kamera gerade halt. Ja, ja. Bitte? Ich bin drauf. Ja. Du bist wirklich drauf, aber hast du noch was zu sagen? Weil nein. Sonst mache ich aus und wir sehen uns nachher. Bis später. Bis später. Servus. Wir waren gerade duschen, also ich und Tobi. Hallo. Und wir gehen jetzt zum Essen. Hoffen, dass wir überhaupt noch was bekommen, wahrscheinlich schon. Ihr seid schon etwas Co. angeschlagen. Ja. Ihr seid schon etwas Co. angeschlagen. Also ich hoffe, dass ich nicht krank werde, wenn mein Hals ist voll trocken. Jetzt bin ich auch angeschlagen. Jetzt ist er auch angeschlagen, jetzt sind wir alle angeschlagen. Ja. Wir gehen jetzt zum Essen, schauen mal, was es so gibt. Ja, genau. Wen wir da so treffen. Oh, Sonne blendet. Ja. Aber es ist wunderschönes Wetter heute. Ja, auf jeden Fall. Es hat heute Morgen wohl irgendwie kurz geregnet, aber davon haben wir nichts mitbekommen, weil wir in der Kirche waren. Ja, ansonsten das Wetter war ein bisschen so ein Hin und Her, aber geregnet hat es eigentlich nicht. Und jetzt ist es ganz schön. Wir haben heute viele neue Leute kennengelernt. War eigentlich ganz schön. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt, wir haben in TC, glaube ich, schon echt viele Leute kennengelernt, bestimmt über 20 Leute oder so. Mindestens, also eher an die 50. Ja. Neue Leute. Ein bisschen, so ein paar Leute stehen da an. Insgesamt, glaube ich, sind in TC aktuell 4000 Leute. Richtig. Also, das sind schon ein paar Menschen so. Dann sehen wir uns später. Ja, genau.
kurzes Nachhaken zum Labodes-Vlog. Wir, so intelligent wie wir sind, haben natürlich vergessen, eine Endcard aufzunehmen. Wir hocken hier gerade im Schnitt und da seht ihr auch schon ein bisschen was vom Video. Ja genau, also wir haben verpennt, eine Endcard aufzunehmen bis jetzt und deswegen machen wir es jetzt. Die Belichtung hier ist gerade scheiße, aber ist egal. Ja genau, ich weiß noch nicht so ganz, wie es mit was ein Endcard-Ding funktioniert. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo auf dem Bildschirm wahrscheinlich unseren Podcast findet und irgendwo hier oder so, wahrscheinlich irgendwo da, ist auch unser Kanal verlinkt, wo ihr direkt abonnieren könnt. Ansonsten abonniert auf Instagram, schaut auf Twitter, haben wir nicht, Facebook haben wir auch nicht. Also abonniert auf Instagram, abonniert auf YouTube, ist kostenlos. Da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Ja, genau. Ich denke, das ist alles, oder gibt es noch irgendwas zu sagen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Wir freuen uns auf viele Zuschauer. Ja, genau. Dann bis dann. Also sollte alles hier verlinkt sein. Ciao.